Kommt jetzt das nächste große Ding in Sachen Inflation, und zwar ein Ding, das hier in Europa zumindest kaum einer auf dem Zettel hat. Warum geht es? Es geht um einen großen Streik, der sich hier ankündigt bei Güterbahnbetreibern, also Züge, die etwa Lebensmittel transportieren, irgendwelche Güter transportieren. Und hier haben die betreffenden Güterbahnbetreiber schon den Betrieb einstellen müssen in Sachen Grain Shipments, also praktisch hier Lebensmittel, die nicht mehr verschifft werden. Und hier sehen wir das typische Problem von Inflation, warum das so eine Spirale werden kann. Die Mitarbeiter dieser Güterbahnfirmen, die sagen, wir haben zu wenig Lohn angesichts der Inflation, also wollen wir mehr Lohn haben. Dementsprechend sehen wir, dass diese Lohnpreisspirale dann eben kommt, weil die Reallöhne negativ sind, also weil die Löhne nicht ebenso stark steigen wie die Inflation. Die Leute haben faktisch Kaufkraftverlust und sagen sich, so kann das nicht weitergehen. Und wenn sie dann an so strategisch wichtigen Stellen tätig sind, wie diese Güterbahnmitarbeiter, dann knallt das natürlich. Amtrak, der große Eisenbahnkonzern in den USA, hat jetzt den Personenfernverkehr bereits eingestellt. Also es wird immer konkreter, die Republikaner wollten verhindern, dass dieser Streik passiert. Dann hat Bernie Sanders allerdings hier ein Manöver der Republikaner ausgekontert, sodass es doch möglicherweise zu dem Streik kommen kann. Und wie Politico hier schreibt, dürfte das eben massive Preissteigerungen zur Folge haben für viele Güter, die nötig sind fürs tägliche Leben. Food, Water, Power. Also so die Grunddinger, und das Ganze könnte die US-Wirtschaft in eine massive Rezession stürzen, wenn jetzt alle 7000 Long-Distance-Freight-Trains, also die Verkehrszüge, die Güterzüge, die ja meistens sehr, sehr lang sind, kennen Sie ja, wenn Sie das mal beobachten, denkt man immer, wann hören die mal auf, die gehen ewig lang, und dementsprechend bräuchte man, um diese 7000 Züge zu ersetzen, 460.000 lange Trucks, damit das ausgeglichen werden könnte. Das ist natürlich völlig illusorisch, und das ist jetzt das Szenario, das ganz, ganz heiß wird jetzt in den nächsten Stunden, wenn die Amerikaner wieder aufwachen. Da wird man sehr gespannt sein, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Aber es zeigt eben diese Inflationsdynamik, um das nochmal zu betonen. Und ja, die Stimmen sind unterschiedlich in den USA, das hatte ich gestern schon gezeigt. Larry Summers sagt 100 Basispunkte rauf mit den Zinsen. Gundlach sagt, ja, 25 reicht. Elon Musk will, weil er natürlich immer an die Allgemeinheit denkt und niemals an sich, auf einer Firma sitzend, die so viel wert ist wie alle anderen Autokonzerne zusammen in etwa, natürlich dieses Paradies des Gelddruckens beibehalten. Deswegen sagt er, ja, bitte 25 Basispunkte senken. Ray Dalio wiederum, jetzt mit einem Artikel, It Starts with Inflation, und da versucht er die Zusammenhänge zu zeigen. Er sagt, die Fed wird die Zinsen bis 4,5% anheben, und das wird bedeuten, dass die Aktienmärkte noch 20% fallen müssten. Inflation oder Rezession? Das ist die große Frage. Die Fed musste sich entscheiden, wohl gegen die Inflation zu kämpfen, weil du sonst keinen Grund mehr oder keinen Boden mehr unter die Füße kriegst. Also ist man offenkundig bereit, eine Rezession in Kauf zu nehmen, bereit, eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen, fallende Hauspreise in Kauf zu nehmen. Das wird Opfer haben. Und all das spricht für eine Rezession. Wir sehen hier, die 32-jährigen Anleiherenditen invertieren so stark wie seit der Tech-Blase nicht mehr, also seit dem Jahr 2000. Also eine Recession wird hier praktisch schon ziemlich sicher eingepreist. Und ich hatte gestern diese Grafik schon gezeigt, die ich für bedeutend halte. Die Anleiherenditen sind jetzt so weit über den Dividendenrenditen für Aktien wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Das heißt, Anleihen werden in Relation zu Aktien attraktiver. Wird Jerome Powell und die Fed werden die 100 Basispunkte nächste Woche anheben? JP Morgan sagt, no, das werden sie nicht tun. Man gebraucht hier ein Bild, wenn du kurz vor dem Ziel bist, dann drückst du das Gaspedal nicht voll durch. Ja, denn wir sehen jetzt natürlich durch den Abverkauf an den Aktienmärkten am Dienstag und eben auch gestiegene Anleiherenditen auf breiter Front, dass natürlich die Financial Conditions sich wieder gestrafft haben. Das ist ja das, was die Fed eigentlich erreichen will. Manche sagen, wie hier ein Artikel im Wall Street Journal, die Fed hat so viel Glaubwürdigkeit verloren, dass sie es jetzt wahrscheinlich übertreiben wird.
Und eben um ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, daher sei ein Soft Landing sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber klar ist, und das hatte ich gestern im Marktgeflüster schon versucht zu thematisieren, die Investoren haben einen huge Mistake gemacht, einen großen Fehler gemacht, dass sie immer an diese Peak Inflation geglaubt haben und vor allem auch an den Pivot der Fed, also an die Wende, an die Wendung der Fed. Naja, die werden dann gleich wieder anfangen, die Zinsen zu senken, lass die doch mal labern und so weiter. Das war ein teurer Fehler, der begonnen hat im Grunde im November 2021, als Powell sich drehte und gesagt hat, Inflation ist unser größtes Problem. Hier sehen wir nochmal den Abverkauf des S&P 500. Gestern so eine zaghafte Erholung. Naja, wackelig würde Rüdiger Born hier sagen. Interessant aber, dass der VIX nicht so stark gefallen ist. Möglicherweise waren eben so viele Calls unterwegs, die mussten dann eindecken, sodass die implizite Volatilität gefallen ist, was dafür sorgt, dass der VIX eben nicht so stark ansteigt. Zumindest sehen wir aber, dass die Rate Hike Expectations stark angestiegen sind. Und wenn wir nochmal zu den Aktienmärkten kommen und uns die USA anschauen, dann sehen wir, dass wir immer noch höher stehen als Ende letzter Woche. Und das gilt für den Nasdaq, das gilt für den S&P 500 oder hier die entsprechenden ETFs, die hier der Fall sind. Auch der Russell 2000 etwa steht höher, S&P 500 und so weiter und so fort. Also wir sind davor natürlich deutlich gestiegen, richtig kräftig gestiegen, und dann wurde das natürlich mit einem Male ziemlich dick ausgepreist. Und was ist jetzt passiert? Jetzt sehen wir, dass Retail-Investoren 2 Milliarden in Stock-Focused ETFs und Mega-Cap-Technology-Companies gesteckt haben. Also die sind vor allem in Tech reingegangen, die haben nachgekauft, so wie Cathie Wood, meine zweitbeste Freundin. Die sind also da ganz dicke jetzt reingegangen. Das ist nach meiner Auffassung ein bisschen problematisch. Normalerweise kriegst du einen Boden, wenn alle irgendwie auf jeden Fall nichts mehr von Aktien wissen wollen und sagen, das mache ich nie wieder. Dann hast du einen Boden, aber nicht, wenn die jetzt schon wieder den Dip kaufen. We will see, wir werden sehen. Jedenfalls Meta, Gesichtsbuch. Hier sehen wir mal den dramatischen Kursverlust in einem Chart von Capital.com. Jetzt nur noch eine Marktkapitalisierung von 400 Milliarden. Ich glaube, die waren mal bei einer Billion sogar. Also das geht schnell, und wenn Sie sich in ein paar Jahren mal den Chart von Apple und Tesla anschauen werden, dann dürften Sie ein ähnliches Muster sehen. Kleiner Scherz an die Tesla-Fangemeinde vor allem, aber ist nicht so unwahrscheinlich, dass das nicht ewig gut gehen wird, auch wenn du ein Marketing-Genie hast wie Elon Musk, der auch mal gern ein bisschen an den Kursen dreht. Aber wie schaut es aus mit dem S&P 500? Jetzt sagt Fondstrat, Base Case, Basisannahme, also Weakness ist Schwäche bis zum frühen Oktober. Würde auch saisonal passen. Normalerweise erreichen dann die Aktienmärkte ihr Tief Ende September. Und dann geht es nochmal hoch Anfang Oktober, dann geht es nochmal Mitte Oktober runter und dann bums, geht es eigentlich nur noch nach oben. Das ist zumindest das saisonale Muster bei Midterm Elections. Heute wichtige Daten, vor allem New York Empire State Index, Philly Fed Index, aber vor allem natürlich die US-Einzelhandelsumsätze, sehr, sehr wichtig. Was macht der Konsum? Merken wir da schon, dass die Konsumenten negative Reallöhne haben, also praktisch immer mehr Kaufkraft verlieren? Das wäre interessant. Was ist, wenn die Daten ganz mies ausfallen? Was sagen dann die Märkte dazu? Das wird interessant zu beobachten sein. Kommen wir zum Weltgeschehen. Putin und Xi Jinping werden sich heute in Samarkand treffen. Wir erinnern uns, ich glaube, als sie sich das letzte Mal getroffen haben, bei der Olympiade in Peking, hat wahrscheinlich der Xi gesagt, also wenn du jetzt unbedingt in die Ukraine einmarschieren willst, dann mach's halt, gell. Hat er gesagt, dann hat der Putin gesagt, ja gut, dann mach ich das halt, gell. Aber hat er sich anders vorgestellt, sieht er jetzt nicht so richtig gut aus, auch bei den Chinesen sieht es nicht so gut aus, was das BIP betrifft. Hier, dass die Vorhersagen sinken immer weiter für das chinesische BIP, auch wenn gestern eine Großstadt Chengdu jetzt so ein bisschen Lockerungen der Corona-Maßnahmen wohl erlebt hat. Das hat gestern etwas dem Ölpreis geholfen. Chefredakteur von Putins Lieblingszeitung, der Komsomolskaja Pravda, ist gestorben. Sehr guter Buddy, der ist plötzlich im Wald irgendwie so umgefallen. Andere fallen von Booten. Ne? Das ist in Russland, da kannst du praktisch ein Lexikon der seltsamsten Todesarten einmal verfassen. Ja, weil ganz seltsame Todesarten. Also wir sehen, wissen wir natürlich nicht, ob das wirklich natürlicher Tod ist oder was da wieder passiert ist, aber es häuft sich natürlich in letzter Zeit. Und wenn wir wieder zurück zu den Chinesen kommen, dann sehen wir hier, dass die Regierung in Peking
jetzt dafür sorgte, dass offenkundig Immobilienprojekte, die gestoppt waren, weil den Immobilienentwicklern faktisch die Kohle ausgegangen ist, jetzt zu Ende gebaut werden sollen. Peking fürchtet die Unruhe der Bevölkerung. Viele haben sich ja geweigert, derjenigen, die Kredite aufgenommen hatten, und dann haben die gesagt, wir zahlen jetzt nicht mehr, weil ihr baut nicht weiter. Deswegen am chinesischen Markt die Property Developers wie eine Country Garden, der stärkste Sektor dagegen, ChiNext, also der chinesische Nasdaq, wenn man so will, der schwächste Index. Kommen wir noch nach Europa, da will ja die EU 140 Milliarden Euro an Übergewinnen an die Verbraucher umleiten, hat gestern Uschi gesagt. Und da sagt man, ja, also Profite sind ja unsicher, gut, ist auch egal, aber nicht die Profite zum falschen Zeitpunkt, ne? Und das sei ja unsolidarisch und deswegen müssen wir die umleiten. Jetzt geht der Thorsten Polleit her und sagt, Interventionismus führt zu noch mehr Interventionismus. Das wiederum führt letztendlich zu einer Senkung des Angebots und der Zerstörung des freien Marktes und endet dann in immer mehr Elend und Not für die meisten Menschen. Da ist was dran, wenn du mal anfängst, irgendwie in Märkte rein zu regieren. Dann begehst du grundsätzlich einen Fehler. Um den Fehler dann zu korrigieren, um die Folgewirkung, die du gar nicht bedacht hast, zu korrigieren, machst du dann die nächste Intervention, die hat wiederum Nebenwirkungen, die du vorher wahrscheinlich nicht auf dem Zettel hattest, und so geht die ganze Geschichte weiter. Und wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, hier Artikel im Handelsblatt, die Energiewende ist jenseits aller Realitäten. Gabor Steingart spricht über Habecks Absturz als Wirtschafts- und Energieminister im größten Industrieland Europas, ist der ehemalige Kinderbuchautor für die Mehrheit der Deutschen derzeit eine Fehlbesetzung. Da zeigt er 5 Grafiken dazu und hier die Rechnung von Habeck, dass das ja keinen Einfluss auf den Strompreis hätte, nämlich die Verlängerung der Atomkraftwerklaufzeiten, ist falsch, wie die Welt hier zeigt. Also der Gegenwind wird doch immer größer und hier der erste Artikel im Hinweis, super spannend, meine Damen und Herren. Europa bereitet jetzt Blackout-Pläne vor gegen das Energiechaos im Winter. Unbedingt lesen für uns alle, sehr, sehr wichtig. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Wie könnte es anders sein? Meine zweitbeste Freundin Cathy Wood hat richtig, richtig nachgekauft in diesen Mini-Crash oder Crash hinein, den wir am Dienstag gesehen haben, so wie eben viele Retail-Investoren, wie viele Privatkunden auch. Zweite Artikelempfehlung, also unterstützen Sie die gute Cathy, die hat es richtig verdient. 2 Artikel, die ich empfehle, jetzt sage ich Servus und Ciao.